What? Later. Nope, this dragon is dead. Wait, what? War ich gerade in den Erinnerungen von einem toten Wesen und die Erinnerung war, dass es tot ist. Ancient Dragon Soul. Die ich ironischerweise nicht vom Ancient Dragon bekommen habe. Soul of the King. Die ich nicht von Vendrick bekommen habe, oder wie? Ah ja. Das war nicht zufällig. Das hätte nicht zufällig im Thronsaal sein können bei Vendrick. Oder in Schloss Dranglake. Wo eine Chandra ist. By the way, eine Chandra sitzt nicht mehr dort, wo wir sie zuletzt gesehen haben. Sie ist weg. Warum ist das hier? Warum ist das hier auf so einem schäbigen, hässlichen Stuhl am Rande vom Schrein of Amarna? So, alright. Ich habe sie angekündigt und ich glaube, mit den zwei Sachen jetzt habe ich wirklich alles erledigt. Und ich sehe keinen Grund, weswegen wir nicht ins DLC gehen sollten. Einige fragen sich vielleicht jetzt, warum benutze ich das Moonlight Greatsword? Unsurprisingly, es macht weniger Schaden als die meisten anderen Waffen, die ich habe. Was war das denn raus? Egal. Was unter anderem daran liegt, das Teil hat zwar ein A-Scaling in Intelligenz, aber das ist auch alles, was es hat. Und meine Intelligenz ist zwar auch fast 40 jetzt, aber nicht ganz. Das Zweihänder, also der Zweihänder macht immer noch mehr Schaden und das Greatsword sowieso. Einfach wegen dem Scaling. Weil sie mit zwei Werten skalieren, von daher... Ja, das Moonlight Greatsword, das macht leider nicht so viel Schaden wie die meisten anderen Waffen, die ich habe. Aber es wird noch eingesetzt, höchstwahrscheinlich. Let's go! Achso ja, ein weiterer Grund ist auch, dass Moonlight Greatsword kann man nicht verzaubern mit Flame Weapon oder Magic Weapon. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier richtig bin für das erste DLC in der richtigen Reihenfolge. Oh boy. Well, let's go then. Okay. Looks interesting. Aber wo zur Hölle bin ich? Bin ich nicht? Fuck. Ist das ein Drache? What? Seit wann haben die Maya unter Tage gebaut?
They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Shulva, Sanctum City. Mhm. Okay, let's go. Oh, by the way, ich möchte meinen Armbrust wieder dran haben. Auch wenn ich damit keine Giftbolzen schießen kann, aber egal. Vielleicht kann ich... Okay, bye. Have a beautiful time. Oh, da hinten fliegt er ja noch. Oh, schick. Okay. Sitzt da jemand? Are you in? Oh. Dich kann man nicht staggern. Warum war... Wait. Okay, mit schweren Angriff kann ich die staggern. Aber nicht mit normalen Angriffen. What the fuck? By the way, habt ihr den Schaden gesehen, den ich bekommen habe? Das Vanguard-Set, was ich trage, ist plus 5, ist Maximum. Höher geht nicht. Seht euch die Brust an. 316 Rüstung. Also Slash Resistance. Gut, er hat uns gerade mit Blunt getroffen, aber trotzdem. Also er hat einen Hammer, also denke ich mal, das ist Blunt Damage. Old Growth Baum? What? Was ist das denn jetzt schon wieder? Hatte ich sowas schon mal? Temporary increases strengths. Okay, interesting. Das ist ein komisches Geräusch, das ich hier in der Entfernung höre. Gift, you say? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Black. Warum Black? Okay, es hat dich nicht gestaggert. Aber schwerer Angriff mit Flame Weapon, zwei Stück und du liegst. Das ist gut zu wissen. Na dann. Hey, was mit dir? Nette Reichweite, die du hast. Get down. Hier ist ein Loch in der Mitte. Holy shit. Mit euch werde ich noch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit denen werde ich noch richtig hart Probleme haben, wenn das so weitergeht. Ich kann euch nicht staggern mit normalen Angriffen. Ich muss den einen von hier snipern. Ich habe keine andere Wahl. Am besten mit den schweren Bolzen, oder? Ha. Ach, wirklich? Wait. You wanna tell me... Das, ihr wollt mir echt weiß machen, nicht nur, dass ich die nicht staggern kann, ich kann denen auch keinen Schaden mit Bolzen zufügen. Wait, warum jetzt auf einmal? Wait, what? Warte. Ich verstehe gerade das Prinzip nicht. Ihr wollt mir sagen, die können mich treffen, aber ich treffe da eine Alpha-Wand, oder wie sieht das hier gerade aus? Ich verstehe gerade nicht, was hier abläuft. Later. Ah ja. Hau erstmal daneben, Charakter. That's good. Was machst du denn? Nicht runterfallen. Oh. Ich werde mit mehr Gegnern belohnt, wie es aussieht. Du hin? Was? Hat mein Charakter mit einem Schwung zur Seite den Gegner gerade verfehlt? Andere Frage, was hat mir das jetzt gebracht?
Frage ist natürlich, will ich da jetzt hoch? Gehen wir mal hier lang. Zwei Schläge, zweihändig und down, das ist gar nicht mal so schlecht. Oh! How about no? Wollen noch mehr rauskommen? That's not that much. Na gut. Dann springe ich hier runter. So, das hier muss das andere Teil sein. Ich wollte schon sagen, ihr wollt mir doch wohl nicht sagen, dass ich nicht hier irgendwie hin, irgendwo hinkomme, oder? Ich höre was? Ich höre was? Da poise ich durch. Da poise ich durch, Junge. Habe ich gehört, dass du hinter mir aufgetaucht bist. Wahrscheinlich stecken die im Boden, ne? Ah, dann bin ich wieder hier. Okay. Ich wäre also so oder so dahin gelangt. Wusste ich nicht. Interesting. But why? Oh. Wenn ich geambusht werde. Naja, I see. Very clever. Really, very clever. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber irgendwas hat sich bewegt. Wollt ihr mir... Ist das ein Hinweis, dass sie anfällig für Blitzschaden sind? Was macht der? Okay. Komme ich da jetzt noch irgendwie ran, oder... Langbogen plus 7. Das ist besser als der Langbogen, den ich habe. Der ist nämlich nur plus 6. Oh, echt jetzt. Das ist ein Käfer. Oder irgendwas anderes. Aber das Ding bewegt sich. Kann ich das Teil sprengen? Kann ich es anvisieren? Das ist die andere Frage. Ich kann es sprengen. Allerdings offenbar nicht immer. Ach, wenn ich auf dem, wenn ich es am Boden treffe. Hier geblieben. Wow, das ist ja mal ein richtig nerviges Viech. Spuckt dir Gift? Nein, eure Augen leuchten nicht, also denke ich mal nein. Throwing Knives, warum auch immer. Ich kann euch backstabben. Wo ist er denn? Stand er nicht gerade da drüben? Von wo hat mich jetzt gerade ein Pfeil getroffen? Are you kidding me? Den habe ich gar nicht gesehen. Like, legit. Legit, den habe ich nicht gesehen.
Jetzt auf einmal staggern mich deine Angriffe? Charakter, zweimal zuschlagen reicht. Ein drittes Mal war absolut unnötig. Ich sehe noch mehr Pfeile. Oh mein Gott. Nicht länger Spiel. Das Letzte, was ich will, ist hier runterfallen. Können die mich hier treffen? Okay. Dann lasse ich die Heilung erstmal durchticken. Natürlich liegt dann noch einer am Boden rum, in der Ecke, wo man ihn nicht sehen kann. Ist doch selbstverständlich. Da poise ich durch, Kollege. Da poise ich so hart durch. Ach ja! Einen Dodge haben sie auch noch, den sie eigentlich nicht brauchen, weil sie eh durch alles gehen. Poison. Weil man sie nicht staggern kann. That's cool. That's very cool. Du kannst da drin bleiben. Okay. Ich gehe erstmal hier in die Sachen rein, die ich gerade übersehen habe. Mit Absicht, weil ich die Sniper loswerden wollte. Hallo. Tür Le Mans. Ich höre was hinter mir. In der Ecke sitzt einer. Yep. Genau, Charakter. Genau. Machen Guard Break, obwohl ich einfach nur Left Bumper drücke. Genau. Machen Guard Break. Das ist exactly, was ich wollte. Wundervoll. Du bist so smart. So unglaublich smart. Ich habe nichts gesehen. Let me guess, wäre ich einfach weitergelaufen, hätte der mich hier spätestens überrascht. So, ungefähr auf dieser Höhe wäre er mir nachgelaufen. Spätestens. Dann komm du mal hoch. Kann ich mich ja hier wieder verpissen. Die Frage ist, versuche ich das Item damit zu nehmen? Ich glaube ja. Wie komme ich jetzt hier runter? Irgendwo? Leiter? Wie soll ich hier runterkommen? Wie soll ich hier jetzt runterkommen? Ich könnte mich droppen lassen mit dem Catring, aber das ist ja wohl nicht Sinn der Sache hier, oder? Weil das, was ich brauche, ist da unten. Wait. Ich kann die da hinten sehen. Du bist ziemlich weit weg. Und ich sehe jetzt das andere Teil nicht mehr. Ich will nur hoffen, dass ich es überlebe. Hier. Aber dass ich hier mit Catering arbeiten muss, ist ja wohl nicht Sinn der Sache hier, oder? Ah ja, stimmt. Ich bin ja hier nie lang gegangen. Kein Gift. Wunderbar. Hier nehme ich vielleicht doch lieber eine andere Waffe. Hier sind ein paar mehr. Unleash the Ambush. Oder auch nicht, der kommt einzeln. Wo ich natürlich auch nichts gegen habe.
take it. Focus Souls, okay, und ein Zauber. Ich werde erwartet. Nein, wie nett. Die werden sich alle hinter mir schließen. Dragon Sanctum. Ich höre dahinter etwas, was mir nicht gefällt, von daher gehe ich sowieso gerne freiwillig woanders erstmal ran. Echt jetzt? Ich muss die schlagen? Ich sehe da hinten irgendwas. Das sind Gegner. Das sind wieder so Gegner, die ich nicht... Das sind Geister, die ich anvisieren kann! Okay. That's weird. That's weird, isn't it? Don't tell me I have to... Oh, what? Häusler durch, aber er hat mich irgendwie verfehlt. Die verfehlen mich ziemlich häufig. Wo ich natürlich nichts gegen habe. Und tschüss! Heißt nicht, dass du nicht ungefährlich bist. Alright. Give me that. Destructive Great Arrow. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Okay. Wieso kann ich nicht auf... Okay. Katharina Helm, are you joking? Ist hier das Onion Knight Set in diesen Kisten? Soul Vessel, okay. Ah, ich hätte vorher... Oh, ich hätte jetzt so versch... verdient gehabt, dass es eine Mimik ist. Okay. Titanite Slap, wovon ich schon mehr als genug habe. Ist das hier eine Treppe? Kommst du irgendwie hoch? Okay. Be like that. Was zum... Be gone! Vergehe! Aua! Ich dachte schon, der... Okay. Nice! Nice! What? Gun, I say. Okay, das ist ein ganz interessanter Mechanismus. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. I don't like this. Eine Tür, die ich noch nicht öffnen kann.
Oh, fuck. Oh, fuck. Mit dir? Oh, isn't it lovely? Der ist schon kaputt. Okay, das ist alles, was ich von der Position aus machen kann. Wie sehr tun diese Spikes weh? Gar nicht mal. Oh no. Gar keine Sicht auf dich. Aber von hier habe ich Sicht auf dich. Frage ist, treffe ich dich? Ein bisschen höher. Nein, I don't hit you. Jetzt treffe ich dich. Frage ist nur, wo ist dein Körper? That's what I wanna know. Noch einer. Lovely. Wo sind eure Körper? Noch ein dritter. Wunderbar. Da sind so drei Viecher hinter mir her, deren Körper ich gerne mal loswerden wollen würde. Klappe, Handy. Oh, really? Oh, that's lovely. Du hast natürlich endlos Aufladung auf diesem Scheiß. Und du dodgst jeden Mist von mir. Schön, Charakter. Sehr schön. Oh, dankeschön. I take this. Thank you very much, Jester. Jester Thomas. Thank you very much. I take this. Lovely heal. Love it. Love it. It's my favorite. Oh, du blockierst mir jetzt den Weg, oder? Ich komme mal. Oder komme ich durch dich durch? Ich komme durch dich nicht durch. Alles gleich. Na dann. Kannst du bitte zweihändig nehmen? Rein hier. Das ist kein Bossraum. Was zum... Hast du mich gesehen oder nicht? I take this as a yes. Ich mag die Teile nicht. Warum bin ich hier so langsam? Wegen dem seichten Wasser? Na geil. Komm, ein Schlag noch. Das ist ein Grab. Mann, Petrified Dragon Bone. Oh Gott.
Ich muss euch ja so später abfahren, wenn ich noch eine Bosswaffe hochbringen will. Ah, da ist noch so einer. Petrified Dragon. Oh mein Gott. Droppen das echt gut, obwohl ich noch nicht mal meinen Serpent Ring noch gerade trage. Dass ich echt langsamer bin, nur weil hier ein wenig knietief hoch Wasser ist. Ist lächerlich. What is this? Muss ich das schlagen? Ah ja, ich brauche Drachensteine. Okay. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Sieht so aus, als würde ich das. Effigy, nice. Oh, let me guess. Ich muss hier eine Brücke bauen. Dann komme ich da lang zum Endboss. Ist wahrscheinlich. Bei mir? Ich höre ein Bonfire, aber wo? Ah, hier ist ein Bonfire. Okay, was auch immer du hier willst. Oh, wait, I'm at the beginning. I'm back at the beginning. Beantwortet auch meine Frage, wo ich weitergehen muss. Es ist nämlich hier lang. Oder auch nicht. Ich muss doch nicht hier lang. Maybe I just need to jump over it. Das hin? Nirgendwo. Alright. Wer baut sowas? Jetzt wurde Witz. Wer baut sowas? Ist das eine Verteidigungsanlage? Okay. Great. Wenn das hier als Verteidigung gelten soll, dass das so narrow Path ist für Feinde. Dann verstehe ich das. Interesting. Hey, du da. Schnell. Bring Charm, I take it. Soul of a Hero, I take it. Human Effigy, I take it. That's all? That is all. Okay. Ich rieche eine Falle. Irgendeine von diesen Truhen ist booty trapped. Nee, die stehen irgendwo, wo sie mich verloren haben. Wahrscheinlich da unten im Gang. Oh mein Gott, die sind nicht hier. Das heißt, ich kann mich hier in Ruhe umsehen. Da ist eine Leiter.
Ein Dragon. Wow. Okay. Wo der Hinweis, wo der hin muss, wissen wir jetzt ganz genau. Oh, hello. Noch so einer. Frage ist, wo ist dein Körper? Ich will gucken, wo der, wo die Körper sind. Wo ist die Körper fehlen? Das ist retarded. Oh Gott, wie mir gerade die Worte fehlen. Ist der runtergefallen? Ich glaube, der ist runtergefallen. Das ist so schlecht designt. Holy shit. Gebt euch das mal. Ihr habt hier überall verstreut so Geister, die ihr nicht angreifen könnt, außer ihr zerstört die Körper. Und dann habt ihr einen Raum. Einen verschissenen Raum, wo all die Körper drin sind, von dem der Spieler nicht weiß, dass er existiert. Und wo drei oder... Nee, wie viele waren jetzt auf dem Weg? Mit denen unten noch? Sechs? Sieben? Sechs, sieben Geister sind auf dem Pfad, um diese Körper zu finden. Gebt euch das mal. Das ist so unglaublich schlecht. Wie soll der Spieler das denn ahnen? Wie soll der Spieler wissen, dass es hier diesen Raum gibt, den er erreichen muss? Na, ohne Witz. Das ist so schlecht. Was habe ich über den Ja, der zerbricht jetzt gleich. Aber dann werde ich ihn halt reparieren müssen, weil das Problem ist, was ich habe. Wenn ich an einem Bonfire jetzt gehe, sind die Gegner natürlich alle wieder da. Natürlich. Und Repair... Okay. Und Repair Powder repariert halt nur Waffen. Wenn ich den jetzt ablege, ist er nämlich zerstört. So, irgendwo hier auf dem Pfad muss noch ein Geist sein. Ein nicht mehr Geist. Da ist er. Wunderbar, Charakter. Hau ganz dicht daneben. So ist es richtig. Hier ist noch einer. Genau. Ja, Ring broken. Aber da kann ich nichts gegen machen. So. Das habe ich mir nämlich gedacht. So, kommt hier vielleicht unser erster Boss? Am Ende des Ganzes noch einer.
Verpiss dich, Gift. Na dann. Okay. Okay. Like a dream. Oh Gott, dieser Lag, what the fuck? Wie viele davon will das Spiel mir noch in den Arsch schieben? I don't like it. Lightning Clutch Ring? Moment. Increases Lightning Attack. Okay. Das ist nicht dort, wo ich wirklich hin wollte, aber da hinten ist ein Bonfire. Alright. Wer auch immer du bist mir im Weg. Ouchies, ouchies, ouchies. Okay. Hat mir einen komischen Debuff, glaube ich, gerade verpasst. Warum kriege ich jetzt hier gerade eine Invasion? Ah ja! Feuer ist durch! Was machst du da? Was ist das? Was für einen komischen Status weg gibst du mir hier gerade? Weg mit dir! Ich habe keine Ahnung, wie dieser Backstep gerade funktionieren konnte, aber weg mit dir! I see where I am. Oh, I see. I see. Let me guess. Yep. Yep, ich weiß genau, welcher Aufzug das ist. Yep. Holy moly. Das hätte locker eine Mimik sein können. Shield ahead. Weil das hier Booty Trapped ist? Nein, Sanctum Shield. Das ist tatsächlich ein Schild. Oh. Ich kann das erste Bonfire von hier aus sehen. Alright. Verprügelt mich. Ich verprügel euch. Geht natürlich auch. Okay. Life gems are appreciated. I take all of this and more. Poison Knife ist voll. Okay. Wo komme ich hier raus? An einem Ort, wo ich glaube ich noch nicht war. Ich wollte das Schild ausrüsten. Okay, fein. Flint's Ring. Was macht der denn Schönes, wenn man mal so bescheiden fragen darf? Lowering Equipment Load increases physical attack. That's what I wanna know. Und da muss ich auch noch irgendwie lang, aber auch da finde ich den Schalter dafür offenbar gerade nicht. What the fuck? What are you? What the fuck? What the fuck are you? You don't say.
Oh Gott, ich habe noch so viel zu erkunden, wie es aussieht. Gut, dann habe ich, finde ich, für heute eine ganze Menge geschafft. Es gibt eigentlich nur noch eine Sache, die ich wirklich tun muss, und das ist meinen Ring reparieren. Wir haben ja jetzt einen Bonfire da in der Nähe, wo wir weitergehen wollen nächstes Mal. Und hoffen wir mal, dass es dann mich nicht allzu weit wieder zurückschlägt, dass ich ganz viele Gegner killen muss, aber ich kenne das Spiel. You need to repair something. Nur 5000! Nur 5000 Seelen! Das ist ja ein Schnäppchen! I'll be around if you make it back. I know, I can always count on you. Wait a minute. Wait a minute. Ist das die erste Folge, wahrscheinlich auch die einzige, wo wir nicht einmal gestorben sind? Easy. Okay. Wir machen nächstes Mal dann da drüben weiter beim einem Bonfire. Verdammt, das war erfolgreich und ich habe auch eine ganze Menge beim ersten Mal, finde ich, mitgenommen. Ich finde, ich war ziemlich gründlich fürs erste Mal. Ich habe jetzt ein paar Sachen wissentlich übersehen, also besser gesagt liegen lassen. Aber ansonsten finde ich, lief es heute ziemlich gut. I'm proud of myself. Okay. War das vielleicht die erste Folge, wo man sagen konnte, na, nein, ich hatte keinen Spaß. Die Gegner waren trotzdem scheiße und alles. Okay. Schön. Ich bin gerade ziemlich gehypt über die Tatsache, dass wir nicht einmal gestorben sind. Fucking love it. Ich glaube, das habe ich noch nicht mal in Dark Souls 1 geschafft, oder? Nee, ich ist gerade. Doch! Doch! Die allerletzte Folge, da bin ich auch nicht gestorben. Spoiler. Okay, bis dann. Tschüss. Seeker of fire, deliverer of crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity. As befits you, seeker of fire, coveter of the throne. I am no king. I am more fit to be a jester. I was unaware of my own blindness. We are feeble vessels with feebler souls. We would cast aside the prop of life only to face greater hardship. Are you another such fool? Or something more? I fail to see your design, young moth. But I see very little these days.